Mehrere Stars aus dem Film Fluch der Karibik sind leider bereits verstorben. Heute gedenken wir von Herzen diesen Künstlern. Wenn Sie unseren Kanal bisher noch nicht abonniert haben, dann bitte abonnieren Sie den Kanal jetzt. David Bailey. David Bailey spielte in Fluch der Karibik den Nebencharakter Cotton, ein treues Mitglied von Jack Sparrows Crew. Der stumme Pirat ließ seinen Papagei für sich sprechen. Bailey starb am 5. März 2021 im Alter von 83 Jahren in London. Richard Griffiths. Richard Griffiths kennt man nicht nur als Onkel Vernon aus Harry Potter. Der Hollywood-Star war auch in der Rolle des König George II. In Fluch der Karibik Fremde Gezeiten zu sehen. Der sympathische Schauspieler starb am 28. März 2013. Er wurde nur 65 Jahre alt. Sergio Calderón. Sergio Calderón spielte in Fluch der Karibik, Am Ende der Welt, Captain Eduardo Villanueva. Doch der Star ist vor allem für seine Rolle des José im Man in Black bekannt. Der Schauspieler starb am 31. Mai 2023 im Alter von 77 Jahren. Derek O'Connor. In Fluch der Karibik 2 spielte Derek O'Connor eine sehr kleine Rolle. Der Schauspieler war auch in Lethal Weapon 2 zu sehen. Am 29. Juni 2018 starb er im Alter von 77 Jahren an einer Lungenentzündung. Trevor Goddard. Trevor Goddard war im ersten Fluch der Karibik-Teil als Grapple zu sehen. In einer Szene kämpft er gegen Will Turner, Orlando Bloom. Goddard starb am 7. Juni 2003 mit nur 40 Jahren an einer Überdosis. John Boswell. Die ursprünglichen Fluch der Karibik-Filme waren im Vergleich zu heutigen PG-13-Blockbustern düster. Nehmen wir das Schicksal der Besatzung der Flying Dutchman, des Schiffes von Davy Jones, in Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Nach einer Ewigkeit auf See werden diese Männer eins mit dem Schiff und verlieren jede Erinnerung. Ihre körperliche Form wird Teil des verfluchten Schiffes. Dies wird auf besonders eindrucksvolle Weise dargestellt, als Wyvern, gespielt vom englischen Schauspieler John Boswell, aus einer Wand hervorspringt, um Will Turner und Barbossa, Geoffrey Rush, zu helfen, den Schlüssel zur Truhe des toten Mannes zu finden, auf die sich der Titel des Films bezieht. Bitte hinterlassen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich und vergessen Sie nicht, das Video so viel wie möglich zu teilen und zu liken.